Quadrupeds mit einer tollen Tierperformance. Es sind faszinierende Tiere, die bis zu 18 Stunden am Tag schlafen, also ein bisschen so pubertierende Teenager. Aber wenn sie aufwachen, dann sind es Raubtiere, beutegierig und mit scharfen Zähnen. Kleine Monster, aber verdammt niedlich. Baby, I'm всегда интересно, потому что они очень любят играться, они очень любят безобразничать, и ты смеешься каждый день. Это маленькая девочка, это Душка, это два ее брата, это Кирику и Фюрти. Что они умеют делать, потому что это действительно, это очень редко, что хорька можно так выдрессировать. Anelia und ihre Frettchen. Und man muss ganz deutlich sagen, mit enorm viel Energie ist die junge Dame ausgestattet, nur noch übertroffen von den Frettchen, die jetzt richtig Tempo aufnehmen hier. Herrlich, herrlich. Und sie immer on fire, immer gut drauf. Und das ist eine Symbiose, die passt bei den Frettchen und der jungen Dame. Frettchen wollte ich nur mal streichen. Ja, aber bei dem Tempo kommst du nicht zum Streichen. Es ist unfassbar. Und ab auf den Schwebeball. Und das ist ein Slalom, das ist besser als Felix Neureuther, das ist herausragend, wunderbar, klasse gelöst. So, wenn du mal die Tischdecke ausrollen willst, auch kein Problem, musst du dir ein Frettchen besorgen. Und wie gesagt, es ist uns wichtig, immer wieder herauszustellen, die Tiere haben Spaß, die machen das gerne. Frettchen, auch das eine wundervolle Vorführung hier bei den Superkids. Hallo Anelia. Hallo. Hallo. Schönes Kleid. Jetzt weiß ich, für solche Kleider ist das Farbfernseher erfunden worden. Das ist wirklich sehr schön. Ist das von deiner Kultur? Kommt das von deiner Kultur? Das ist typisch. Для страны России, север, около Финляндии. Für den Norden Russlands in der Nähe von Finnland. Ah, und sind die da auch alle so hektisch, also die Frettchen und die Besitzer? Was sind immer so, alle so schneller oder ist es ein ruhigeres Volk? Ja, ich denke, там очень холодно, поэтому они так быстро. Es ist sehr kalt und deswegen müssen sie sich halt so schnell bewegen. Zum Warmhalten, ist genial. Ja, klar. Die Frettchen zum Warmhalten für den Winter, auch in die Hosentaschen drinnen. Darf man es mal anfassen? Bist du wahnsinnig? Ja, da kann ich. Ja, natürlich, oh, schön. Gerne. Ich wollte immer mal so ein Frettchen. Oh, Frettchen. Sie können das auch in die Hand nehmen. Nehmen Sie es ruhig. Oh ja, hallo. Mal so süß. Beißen die auch? Das sind ja kleine Raubtiere. Nein, die sind ganz süß. Also die können Eier stehlen oder kleine Vögel futtern. Manchmal jagen sie auch Kaninchen. Apropos Anelia, die geht hier gerade ein Frettchen durch.
Und soll ich es einfach hochheben? Der hat verstanden, das jetzt. Ja, der will jetzt nach Hause. Felix, ich kaufe dir eins jetzt. Zu Frettchen. Die sind echt süß. Danke. Wirklich sehr, sehr schön, was sie gemacht haben. Und wir sehen uns dann gleich wieder bei der Abstimmung zum Superpet des Jahres. Danke, Anelia. Und jetzt erwartet sie ein großartiger Sportmoment zum ersten Mal im Deutschen.